Hallo liebe KSC-Fans, genau hier hat Diego am Samstag noch genetzt. Einen Tag später dann der Schock, unser Kapitän verlässt das Schiff, Diego beendet seine Karriere. Aber die nächsten Wochen, die genießen wir noch mit ihm und werden spektakuläre Momente sammeln, da bin ich mir sicher. Denn in seiner Karriere gab es ja schon ganz, ganz viele besondere Momente und auf ein paar davon blickt er heute bei Wildpark Weekly mit uns zurück. Außerdem hoffen wir natürlich, dass wir gegen Lautern den nächsten besonderen Moment sammeln können. Wie uns das gelingen könnte, das verrät Daniel Brosinski. Erstmal sprechen wir aber mit Robin Bormuth. Eigentlich wollten wir ihn erstmal in Ruhe lassen mit dem Thema Lautern und mit seinem kleinen Ausrutscher. Aber der neue Trainer Friedhelm Funke, der ist natürlich ein alter Bekannter für ihn, denn der hat ihn bei Düsseldorf zum Profi gemacht. Und wie er den neuen Trainer und eine möglicherweise auch neu aufgeblühte Mannschaft einschätzt, das erfahrt ihr jetzt. Robin, du triffst auch viele alte Bekannte. Wir wollen jetzt gar nicht weiter drauf rumreiten, aber auch Friedhelm Funke, den kennst du noch gut aus deiner Zeit bei Düsseldorf. Was kommen da für Erinnerungen hoch? Ausschließlich positive. Also Friedhelm Funkel hat mich damals zum Profi gemacht und wir haben über die ganzen Jahre, wo er auch nicht mehr mein Trainer war, haben wir immer Kontakt gehalten. Deswegen freue ich mich, ihn jetzt persönlich wieder an der Seitenlinie zu sehen, wenn es dann auch wirklich um was geht. Ja, es geht definitiv um was. Jetzt ist natürlich die Frage, haben die Lauterer dadurch so einen Aufschwung? Er hat jetzt beim Spiel gegen Nürnberg schon einiges an der Startaufstellung geändert. Zu 3 Punkten hat es nicht gereicht. Könnte das jetzt anders werden? Habt ihr da ein bisschen Respekt vor? Ja, ich denke, man weiß, was da auf einen zukommt. Ne? Wenn ein neuer Trainer auf dem Wettenberg ist und dann noch so ein Erfahrener, der weiß, wie er die Leute mitnimmt, dann gerade beim Derby. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das auffangen können und als Mannschaft ordentlich dagegenhalten können. Mal eine allgemeine Frage. Man sieht es ja öfter, es kommt ein neuer Trainer, dann gibt es einen kurzen Aufschwung. Das flacht dann auch oft schnell wieder ab. Woran könnte das liegen, dass es diesen kurzen Schwung gibt in der Mannschaft? Vielleicht, weil sich die meisten dann nochmal neu zeigen wollen bei einem neuen Trainer. Ich bin nur froh, dass das bei uns hier nicht der Fall ist. Definitiv. Was wirst du denn Friedhelm Funkel sagen, wenn du ihn sehen solltest oder treffen solltest? Ja, wir werden uns definitiv treffen. Erstmal natürlich schön, dich zu sehen und alles Weitere machen wir dann aber nach dem Spiel. 136 Pflichtspiele hat Diego schon für den KSC bestritten. Bis jetzt, denn ich habe das Gefühl, da kommen noch ein paar dazu. Auch wenn wir mit großem Entsetzen erfahren haben, Diego wird seine Karriere beenden. Aber es gab auch bis jetzt schon viele Highlights passend zur Derby-Woche. Beispielsweise den Sieg gegen den VfB oder auch den Sieg gegen Lautern. Auf ksc.de gibt es passend zu seinem Karriereende eine Bildergalerie, um in Erinnerungen zu schwelgen. Und was diese Erinnerungen in ihm auslösen, das haben wir ihn einfach mal gefragt. So, dann legen wir mal los, ne? Ja, erstes Bild ist, glaube ich, relativ klar. War ich hier in der A-Jugend. Die Frisur hatte damals tatsächlich David Beckham. Naja, wenn ich sie jetzt so anschaue, geht so. Aber eine Zeit, die ich auch nicht missen wollte, die sehr schön war und ja, ich heute ja das Glück habe, die Zeit noch mal ein Stück weit aufleben zu lassen, zumindest mit Prosi und Lars. So, was haben wir jetzt? Zack. Ja, ich glaube, das war mein erstes Spiel für den KSC gegen Dynamo Dresden. Kein guter Ausgang, 0:1 verloren. Ich sehe auch noch Django damals in den Diensten von Dynamo. Ja, das war der Start des Kapitels KSC und auch das möchte ich nicht missen, weil aller Anfang ist schwer und das Schöne ist ja, was wir in den vergangenen Jahren dann bewegt haben. So, was war das denn? Auf jeden Fall leere Tribünen. Corona, war das VfB Stuttgart? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, weil auf das Bild wurde ich auch ein paar Mal angesprochen, weil es so lustig aussieht. Aber klar, wissen wir alle, was es für die KSCler bedeutet, für das ganze Umfeld, für die Fans. Von dem her sehr, sehr wichtiges Spiel damals, sehr wichtiger Sieg. Ja, das Bild, das war relativ bitter, der Abend. Pokal aus in Hamburg. Haben wir, glaube ich, ein richtig gutes Spiel gemacht. Dann leider im Elfmeterschießen rausgeflogen. Aber auch das gehört eben zu einer Profikarriere dazu. Aus Niederlagen lernt man ja am meisten. So,
Ja, ein passendes Bild, glaube ich, weil ich einer bin, der immer einen Dialog sucht. Und auch mit unserer Fanszene. War hier nach einem Heimspiel bei uns. Und ja. Ja, ein sehr schönes Bild, ein sehr schöner Moment nochmal, glaube ich, für alle, die den KSC ins Herz geschlossen haben. Die Stadioneröffnung gegen FC Liverpool. Ich glaube, für viele, gerade auch die jungen Spieler hier, ein unglaubliches Erlebnis. Und für mich ja, war es auch noch was extrem Positives und ein kleines Highlight in der Karriere. Weil am Ende des Tages, auch wenn es ein Testspiel ist, sind es ja doch Weltklasse-Spieler, Spieler, mit denen man sich nochmal messen durfte. Danke. Mit dem Betze ist nicht zu spaßen. Das mussten wir in mittlerweile 17 Auswärtsniederlagen lernen. Gewonnen haben wir in Lautern nur 4-mal. Und jetzt werden die Roten Teufel natürlich alles daran setzen, sich schnellstmöglich vom Relegationsplatz zu verabschieden. Aber auch wir mitgereiste Fans werden unseren Verein natürlich mit Vollgas unterstützen. Und was die Jungs auf dem Platz vorhaben, das verrät uns Daniel Prosinski. Rosi, die Woche wurde ja jetzt erstmal sehr bestimmt von einer Nachricht. Diego hört auf. Du kennst ihn schon lange. Ihr wart auf derselben Schule, habt zusammen gekickt und. Gibt es einem nochmal so einen extra Motivationsschub, dass man sagt, jetzt möchte man seine letzte Saison erst recht auf einem guten Tabellenplatz beenden? Vielleicht einen Ticken nochmal. Aber ich denke, jeder hat den Anspruch, jetzt unabhängig von der Nachricht, die Saison auf einem guten, einstelligen Tabellenplatz zu beenden. Und ich denke, nochmal gegen Ende wird es dann nochmal vielleicht ein Ticken mehr Motivation sein, wenn man sieht, das sind die letzten Spiele mit Diego auf dem Platz. Und deswegen sollte man da versuchen, nochmal alles für Diego auf dem Platz zu lassen. Bei Kaiserslautern läuft es ja aktuell nicht so, wie die es sich wahrscheinlich wünschen würden. Habt ihr da schon so ein bisschen analysiert, woran das liegt und wie ihr das für euch nutzen könnt? Ja, ob es jetzt gut oder eher weniger gut für Lautern läuft, sollte jetzt, glaube ich, zweitrangig sein. Ich denke, wir müssen auf unsere Leistungen konzentrieren, dass wir weiterhin konstant über 90 Minuten das auf den Platz bringen, was wir in den letzten Spielen gemacht haben. Vielleicht gucken, dass wir hinten noch ein bisschen stabiler werden, dann über 90 Minuten auch gut nach vorne arbeiten können und dann, denke ich, ist in Lautern auch einiges möglich. Definitiv, auf dem Betze schlägt einem allerdings ganz schön viel Stimmung auch entgegen. Merkt man das auf dem Platz? Macht das einen Unterschied? Ja, ich denke, es ist sicherlich nochmal ein Unterschied, als ob du jetzt in einem sehr, sehr ruhigen Stadion spielst oder in einem lauten Stadion. Aber ich denke, das kann auch Motivation für die Jungs sein, dass man da sagt, hey, jetzt erst recht, ich spiele vor einer geilen Kulisse. Das ist ein Derby und ich denke, das gibt dann nochmal einen extra Schub Motivation, dass man dann sagt, hey, wir wollen für die Fans und ja, alles auf den Platz lassen. Und wir mitgereisten Fans werden auf jeden Fall auch versuchen, ordentlich Krach zu machen. Danke dir und viel Erfolg. Dankeschön. Egal ob Liga oder Champions League, bei den Bayern läuft es aktuell nicht so dolle. Und da macht auch die U19 keine Ausnahme. Schuld daran sind wir, denn die Karlsruher U19 hat zu Hause 1:0 gegen den FC Bayern München gewonnen. Dazu von unserer Seite nochmal herzlichen Glückwunsch. Und ich würde sagen, die Profis, die machen das gegen Lautern jetzt einfach nach. Und wir sehen uns auf dem Betze. Bis dann.